Europa und wir. Heute interviewen wir den Europaabgeordneten der CDU, Michael Gahler. Seit 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments. Für die EVP-Fraktion sitzt er unter anderem im Auswärtigen Ausschuss. Herr Gahler ist ein Experte für die Beziehungen sowohl mit den osteuropäischen Nachbarländern der EU als auch mit dem Mittelmeerraum. Seit 2009 ist er zudem Vorsitzender der Delegation des EP für die Beziehungen zum Panafrikanischen Parlament. In den letzten Jahren hat die EU eine immer stärkere Rolle bei Fragen von Migration und Asyl, insbesondere auch bei der Bekämpfung der illegalen Zuwanderung, eingenommen. Die Diskussion wird noch verschärft durch Tragödien, insbesondere im Mittelmeerraum. Lieber Herr Gahler, was kann die EU dazu beitragen, eine menschliche Tragödie, wie wir sie 2013 in Lampedusa erlebt haben, künftig zu vermeiden? Ich denke, Lampedusa hat uns alle beeindruckt im negativen Sinne und hat die Handlungsnotwendigkeit klargemacht. Und zwar in der Form, dass wir die Instrumente, die wir bereits haben, verbessern müssen, dass wir deren Kapazität verstärken müssen, aber dass wir auch strukturelle Änderungen vornehmen müssen. Konkret, wir haben Frontex als Grenzschutzagentur. Die hat die Funktion, dann, wenn Mitgliedstaaten um Hilfe rufen, hinzuzueilen, um dort Hilfestellung zu geben. Aus meiner Sicht müssen wir da die Kapazität erhöhen und auch die Struktur insofern verändern, als wir dann, wenn Frontex gerufen wird, aus meiner Sicht auch Frontex die Verantwortung übertragen müssen. Denn Teil des Problems ist ja oftmals, dass die Mitgliedstaaten, die um Hilfe rufen, selber nicht in der Lage sind. Und wenn ich dann die Situation habe, dann rufe ich Frontex, aber der gleiche Kommandeur bleibt dabei, der die Verantwortung trägt, dann führt das nicht unbedingt dazu, zu etwas. Wir haben aber Weiteres getan. Seit Jahresbeginn wird unter dem Stichwort Eurosur, European Surveillance, ein System von Radareinrichtungen, was bereits existiert, ich sag's mal untechnisch zusammengeschaltet. Das heißt, sowohl auf der nationalen Ebene und im nächsten Schritt dann international im Mittelmeerraum wird alles, was an Kapazitäten vorhanden ist, so zusammengebracht, dass wir ein vollständiges Bild erhalten, was im Mittelmeer passiert. Damit sollten wir zweierlei tun und das auch im Rahmen der Öffentlichkeit deutlich machen, dass wir sowohl unsere Grenzen nach außen schützen, was zu schützen ist, aber das natürlich auch verstehen als eine technische Hilfestellung, um gerade etwas wie Lampedusa künftig zu verhindern. Die EU unterstützt die Mitgliedstaaten eben, wie Sie gesagt haben, bei der Sicherung der Außengrenzen, um eben illegale Einwanderung und organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Von einigen Vertretern ist dieses Vorgehen allerdings als zu hart bewertet worden. Zu Recht? Also es hat wohl Einzelfälle gegeben, wo man den Eindruck hatte, da will man in erster Linie verhindern, dass die Menschen zu uns kommen, dann sind irgendwie Boote zerstört worden. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Unsere Maßnahmen müssen sich natürlich gegen die Schlepper richten und nicht gegen die Menschen, die kommen. Die Menschen, die kommen aus existenzieller Angst. Das heißt nicht, dass wir alle, die kommen, akzeptieren müssen. Aber wir müssen zumindest dafür sorgen, dass sie nicht ertrinken. Und dann müssen wir kategorisieren. Dann müssen wir sagen, das sind politisch Verfolgte, das sind verhältnismäßig relativ wenige. Das sind Kriegsflüchtlinge, die kann man relativ deutlich zum Beispiel Syrien identifizieren. Oder das sind welche, die außer einem wirtschaftlichen Grund keinen akuten Fluchtgrund haben. Und da müssen wir dann auch ein geregeltes Verfahren haben. Aber was an Einzelübergriffen geschehen ist, das muss dann auch sogar strafrechtlich verfolgt werden, wenn dort zuständige Behörden sich eben Übergriffe geleistet haben. Sie sind auch Vorsitzender der Delegation des Europäischen Parlaments für die Beziehung zum Panafrikanischen Parlament und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des EP. Viele afrikanische Partner der EU erhalten von ihr Entwicklungshilfe. Wie sehen Sie die Möglichkeit, durch wirtschaftliche Zusammenarbeit Flucht und Migration in Richtung Europa einzudämmen? Das ist die eine Frage. Die zweite, welche Möglichkeiten hat die EU, auf Staaten einzuwirken, aus denen Menschen fliehen, weil sie politisch unterdrückt werden? Korruption, Bürgerkrieg oder einfach wirtschaftliche Not herrschen? Also das eine ist die
Fluchtursachenbekämpfung. Ja, das ist die Frage, können wir, abgesehen von der akuten Abwehr oder eben was, was ich eben beschrieben habe, können wir langfristig etwas erreichen. Und da haben wir natürlich schon auch selbstkritisch festzustellen, dass wir auch nach jahrzehntelanger Entwicklungspolitik in einzelnen Ländern durchaus auch Fortschritte erzielt haben. Aber das ist sehr oft offenbar unsere Hilfe ein Stück auch Pflaster war, nämlich das Unerträgliche etwas erträglicher zu machen, aber dass wir nicht an den Ursachen auch für schlechte Regierungsführung, nämlich der Korruption und der Vetternwirtschaft, der Nepotismus, dass wir an diesen Ursachen nichts gerührt haben. Und da haben wir eigentlich durchaus Instrumente, auch im Rahmen zum Beispiel des Cotonou-Abkommens, und Zusammenarbeit in den Fällen einzustellen. Artikel 96 ist da ein Stichwort im Cotonou-Abkommen, wo wir dann eben sagen, also hier wird so viel Schindluder getrieben mit entweder unseren Geldern oder auch eben die Grundlagen demokratischen Zusammenlebens so missachtet, dass wir da keine Hilfestellung geben. Aber das ist dann eben der Aspekt, wo wir dann schon strafen. Ich denke, wir sollten dort im positiven Sinne, dort, wo sich etwas in die richtige Richtung entwickelt, sollten wir auch sehr viel mehr belohnen. Und da ist der wirtschaftliche Ansatz einer, der gerade auch von afrikanischer Seite stärker mehr und mehr vertreten wird. Also nicht nur der entwicklungspolitische zu sagen, jetzt machen wir die Basic Education, Basic Health, also Erziehung und Gesundheit in der alten Art, sondern indem wir Gelegenheiten geben, zum Beispiel für Kleinstunternehmen und mittlere Unternehmen oder eben auch im Bereich Mikrokreditwesen, dass wir dort die Möglichkeiten, die in Afrika in einzelnen Staaten schon recht gut funktionieren, dass wir das verbreitern, dass wir diese Kenntnis und diese Möglichkeiten gezielt fördern, um auf die Art Arbeitsplätze zu schaffen, auf die Art auch zwischen den Staaten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Regionen zu sorgen, dass es die ausschließliche Ausrichtung auf Europa überwunden wird und mehr in die unmittelbare Nachbarschaft Aktivitäten im Bereich der Wirtschaft verstärkt werden, um auf die Art regional für Wachstum und Beschäftigung und dann auch für eine wirtschafts- und nicht nur entwicklungspolitisch getriebene Entwicklung zu sorgen. Als letzte Frage. Europa ist auf Zuwanderung angewiesen. Und da, während wir für die Zuwanderung von Fach- und Pflegekräften geworben wird, will man die Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme, die sogenannte Armutsmigration, unterbinden. Welche Maßnahmen schlagen Sie zur Lösung dieser Fragen vor? Also einerseits ist nichts grundsätzlich dagegen zu sagen, dass wir unsere Interessen vertreten. Also wenn wir Krankenschwestern brauchen, dann darf man da auch schauen, dass man die bekommt, auch mit den Anreizen höherer Gehälter als in anderen Teilen der Welt. Und gleichwohl müssen wir immer mitsehen, dass wir eine Krankenschwester, die wir aus Ghana abwerben, dass sie dort im Verhältnis sehr viel mehr fehlt, als es bei uns dann auch nützt. Das heißt, ich würde also direkt vorschlagen, dass wir uns einigen in dem Umfang, wie wir Arbeitskräfte, qualifizierte Arbeitskräfte aus Afrika abwerben, dass wir mindestens, und zwar nicht abstrakt, sondern dann immer konkret damit verbunden, mindestens zwei weiteren eine Ausbildung ermöglichen. Das heißt, das wäre aus meiner Sicht die Möglichkeit, eine Win-Win-Situation herzustellen. Denn sonst wandern gute Leute, die dort mehr gebraucht werden als bei uns, ab aus den Ländern. Und wir wundern uns, dass unsere entwicklungspolitische Zusammenarbeit nicht zu Erfolgen führt. Also da in Absprache mit den Ländern so etwas im Bereich der Qualifikationen zu ermöglichen. Und in anderen Bereichen, wo es zum Beispiel um Saisonarbeitskräfte geht, insbesondere in Südeuropa, wenn es um die Olivenernte geht, da sollte man auch gucken, ob man da nicht eben die legalen Möglichkeiten schafft, auf die Menschen dann sich auch konzentrieren. Wenn einer weiß, er kann auch legal nach Europa kommen, wird er nicht das Risiko einer solchen Bootsüberfahrt eingehen und sich für Jahrzehnte bei irgendeinem kriminellen Schleuser verschulden oder sein ganzes Dorf. Und wenn es da also Möglichkeiten einer
einer Saisonarbeitnehmerschaft gibt, wo man dann auch eben weiß, aha, dieses Jahr kommt der aus dem Dorf und das nächste Jahr hat der Nächste die Perspektive. Und dann reicht es wieder für einige Jahre, was er in der Saison verdient. Das sind kreative Modelle, die wir mehr untersuchen müssen, aber dann auch umsetzen sollten. Lieber Herr Gahler, vielen herzlichen Dank für diese Antworten. Und abschließend möchte ich Ihnen noch alles Beste für Ihren Wahlkampf wünschen. Dankeschön.